Hallo zusammen, Meier 3007 hier. Es ist jetzt Teil 4 und auch der letzte Teil meines 100 Abonnenten-Specials und der lange angekündigte Follow Me Around zur Landesgartenschau Deggendorf. Ja, wie ihr seht, direkt an der Donau ist das ganze Gelände wunderschön gelegen. Und diese ganzen Bojen, die ihr hier gleich hier jetzt schon schön im Vordergrund sehen könnt, die wurden alle von Schulgruppen mal selber angefertigt. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Ja. Und die Häuser, die Stadtteile, die ihr da drüben auf der anderen Donauseite erkennen könnt, wo jetzt der Baukran noch steht, das ist Fischerdorf. Der Teil, der ja beim Hochwasser damals abgesoffen ist. Ja, immer noch zum Teil eine große Baustelle. Dann drehe ich mich mal ein bisschen weiter. Da seht ihr jetzt erstmal unsere große Autobahnbrücke, die ist nicht so schön. Aber dahinter seht ihr das Zackenmuster einer weiteren Brücke. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, weil das ist die nagelneue Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die extra für diese Landesgartenschau für uns angefertigt wurde. Finde ich sehr schön. Dann haben wir hier das große Schiff, eines der großen Kinderspielplätze. Ja. Geht hier dann weiter, auch alles Kinderareal noch, mehr oder weniger. Und wie ihr seht, ein riesen Grundstück hier. Und was ich an dieser Gartenschau auch so toll finde, drehe ich mich jetzt nochmal rum. Wie gesagt, mit dieser Brücke, die verbindet die beiden Hälften der Gartenschau. Denn auf der anderen Donauseite befinden sich die Deichgärten. Auch noch ein sehr, sehr schönes Areal dieser Gartenschau. Ja, ich kann nur sagen, jeder, der mal in den Bereich Niederbayern kommt, schaut euch bis Oktober die Gartenschau in Deggendorf an. Es lohnt sich wirklich. Ja, wie ihr seht, viel los heute, viele Kinder. Denn bei uns in Bayern beginnen ja nächste Woche die Sommerferien. Und viele Schulen aus Deggendorf haben heute ihren Wandertag, den sie hier auf die Landesgartenschau gelegt haben. Ja. Also, wir sehen uns dann bald zu einer neuen Rezension wieder. Meier 3007.